Ja, hallo zum heutigen Tutorial in Photoshop von Click and Smile Fotografie. Heute geht es darum, wie man diesen tollen Bildlook in nur 2 Minuten erstellen kann. Vorher, nachher, sieht schon einiges wurde gemacht an diesem Bild. Unter anderem das künstliche Gegenlicht und alles ein bisschen nachgeschärft und intensiviert. Und ich zeige euch heute, wie das ganz schnell funktioniert. Wir löschen einmal diese Gruppe. Haben wir wieder das Ausgangsbild und jetzt starten wir schon. Zu Beginn machen wir mal eine neue Ebene bzw. kopieren uns die Standard-Hintergrundebene String J, Control J. Die Ebene wird dupliziert. Wählen wir diese Ebene aus. Filter, sonstige Filter, Hochpass. In einem Tutorial im letzten haben wir den Hochpass verwendet, um ein Bild nachzuschärfen. In dem Fall machen wir das Ganze ein bisschen intensiver und wählen einen höheren Pixelwert beim Radius aus. Ich nehme jetzt mal 25. Sieht schon letztes Mal, beim letzten Video hat man nur die Kanten erkannt. So ist jetzt viel, viel mehr Struktur in dieser Ebene. Und wir nehmen wieder die gleiche Verrechnungsvariante, ineinander kopieren. Und man sieht schon ganz einfach das Bild ein bisschen dramatischer gestaltet. Was ich jetzt in dem Bild noch machen will, ist die Hauttöne von den zwei Models, von den zwei Wikingern ein wenig zu editieren. Wir gehen wieder in die Korrekturen. Gradationskurve. Zuerst will ich mal in den dunklen Tönen ein wenig Rot entfernen und ein bisschen Cyan hinzufügen. Wie wir beim Video von der Gradationskurve gelernt haben, nach oben wird dem Bild Rot hinzugefügt und wenn man nach unten geht, wird die Komplementärfarbe von Rot, in dem Fall Cyan, hinzugefügt. So. So, in den Rottönen. Dann gehen wir auf die Standard-RGB-Gradationskurve und machen allgemein das Bild ein wenig dunkler. Wenn man jetzt da schaut, Ausgangsbild, bearbeitetes Bild, haben wir schon ganz viel Änderung drinnen. Was man da jetzt sieht, oder was ich gesehen habe, dass ich das Ganze ein bisschen kontrastreicher gestalten will, das heißt, die hellen Töne noch einmal ein wenig aufhellen. So, jawohl, nochmal Vergleich. Vorher, nachher. Jetzt mache ich nochmal eine Korrekturebene und zwar diesmal Farbtonsättigung und gehe nochmal in die Rottöne rein, also nochmal in die Hauttöne der beiden Models. Ich schiebe die ein bisschen nach rechts, in dem Fall werden sie dann ein bisschen brauner, Sättigung ein wenig raus und die Helligkeit auch ein wenig raus. Wenn man jetzt da schaut, was da jetzt die Farbtonsättigung-Ebene macht, leicht etwas an der Haut, da wird der Rotton nochmal ein wenig abgeschwächt. Vielleicht ein wenig hinzoomen. Sieht man das Ganze besser. So, perfekt. Und zu guter Letzt noch das künstliche Gegenlicht. Wir machen eine neue Ebene. Pinsel ganz groß mit weicher Kante. Und wählen dann einen Ton nicht ganz weiß, sondern leicht ins Gelbliche und fügen dann da dieses künstliche Gegenlicht ein. Was mir jetzt da wichtig ist, dass man die Kante vom Berg hinten da an diesen Stellen noch erkennt. Also nicht zu viel weiß hinzufügen und schon haben wir das künstliche Gegenlicht. Sieht man schon. Super Sache. Und das war's auch schon. Wir vergleichen noch einmal. Standard-Ausgangsbild und das bearbeitete Bild. Super Effekt, das in nur gut 2 bis 3 Minuten. Das war's auch schon. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen da. Abonniert den Kanal. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Alles Gute einstweilen wünscht Click and Smile Fotografie. Bis zum nächsten Mal. Ciao, pfiat euch.